Ein besonderer Kunde stürmt hier ein Optikergeschäft in Schleswig-Holstein. Dieses Wildschwein griff am Morgen im Zentrum der Kleinstadt Heide mehrere Menschen an. Nach dem Optikerbesuch trieb der etwa 70 Kilo schwere Keiler in einer Bankfiliale sein Unwesen. Laut Polizei biss das Wildschwein einem Menschen sogar ein Fingerglied ab. Die Beamten konnten das Tier später im Bereich vor der Bank festsetzen. Ein hinzugezogener Jäger erschoss es. Ja, also man weiß ja, Wildschweine, mit denen ist nicht zu spaßen, sagt man. Also Herzklopfen bis zum geht nicht wieder, weiche Knie, weiche Füße und es war einfach ja extrem aufwühlend eigentlich. Ja, aber ich muss es nicht nochmal haben im Leben. Nee. Insgesamt zogen an diesem Morgen zwei Wildschweine durch die Innenstadt. Das zweite Tier soll mittlerweile außerhalb des Ortes sein. Mindestens 4 Personen sollen von den Schweinen verletzt worden sein.